Vielen Dank für dieses Lied, das auch genau unsere Situation trifft. Durch die Kraft des Herrn, ich werde nicht sterben. Durch die Kraft des Herrn allein, durch die Kraft des Herrn bin ich stets getragen. Wir als Gemeinde und auch ich dürfen das ganz besonders jetzt auch in Anspruch nehmen, diese Kraft des Herrn. Deshalb habe ich am Anfang auch gelesen, meine Seele ist stille vor Gott, von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Und dann heißt es weiter im Psalm 62, Vers 4, wie lange stellt ihr alle einem Mann nach, um ihn zu erschlagen, wie eine hängende Wand, wie eine rissige Mauer? Sie beratschlagen nur, wie sie ihn niederstoßen, Lügen macht ihnen Freude, mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Und dann heißt es, aber sei nur still vor Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Ich denke, die meisten werden es mitbekommen haben, was zurzeit hier in Pforzheim geschieht. Es gibt nicht nur Angriffe von links, sondern ich sage auch mal von rechts, wenn man es mal so nennen soll, von extrem rechts, wobei man das jetzt nicht politisch einordnen kann. Es ist ja eine Gruppe hier, die sich leider zu Unrecht den Namen Baptisten zugelegt hat und zuverlässiges Wort sich nennt, aber die versucht massiv Menschen von Gemeinden abzuwerben und die da nicht vor zurückschreckt, massive Hassvideos zu verbreiten. Es hat gegipfelt in der Darstellung unserer Gemeinde entsprechend und auch in meiner Person mit Teufelshörnern und Pharisäergewand und mit Tötungsaufrufen jetzt. Stoßgebete werden über das Internet verbreitet. Herr, töte ihn, zerbrich ihm alle Knochen und Zähne einzeln. In dieser Weise, solche, die sich hier Christen nennen, gehen hier gegen uns und auch mich speziell, aber auch andere Prediger in Deutschland vor. Ich bin da nicht das einzige Opfer. Und die viele fragen uns, wie geht es uns in dieser Lage persönlich, mir als Einzelnen, auch unserer Familie, auch unserer Gemeinde? Nun, unsere Antwort, und ich spreche sicher im Sinne von euch allen, lautet, wir vertrauen auf den Herrn. Unsere Kraft ist dem Herrn und der Herr wird uns mit seinen Engeln beschützen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten und wir wollen auch beten für, ich kann es nicht anders sagen, unsere Feinde, dass sie umkehren. Es heißt ja, segnet, die euch verfluchen. Das tue ich auch, auch wenn es ehrlich gesagt nicht immer einfach fällt. Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man durch die Stadt läuft mit einer Todesdrohung im Nacken. Das hatte ich noch nie erlebt, selbst von den schlimmsten Sekten nicht, über die ich ja wirklich kritisch geschrieben hatte. Aber diese Gruppe oder Sekte, die ist dermaßen brutal und aggressiv, hat auch Verbot in vielen Ländern überhaupt einzureisen. Aber hier in Pforzheim breiten sie sich zurzeit aus. Und deshalb wollen wir füreinander beten, dass der Herr uns bewahrt. Ich will es kurz machen, dieses Zeugnis, es ist jetzt nicht die Predigt, es geht hier eigentlich um Lehrunterschiede, die schon seit Jahrhunderten zwischen Christen diskutiert werden. Auch manche von uns denken ja unterschiedlich, aber wir würden uns ja nie hier die Köpfe einschlagen. Deshalb zum Beispiel die Frage, die ich schon gar nicht mehr diskutieren möchte, weil ich seit Jahrzehnten immer hören muss, kann ein Christ wieder verloren gehen oder nicht. Die Frage ist so überflüssig. Deshalb, wir haben in diesem Heft Stellung genommen. Es ist viel wichtiger, dass wir dem Herrn nachfolgen in Liebe und Dankbarkeit. Natürlich ist es eine wichtige Frage, aber oft kommt dann die Nachfolge zu kurz. Also ich sage es einmal so. Es wird auch diskutiert über die Frage, ob echter Glaube gute Werke hervorbringt oder nicht. Die Bibel sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Aber wir werden nicht durch die Werke gerettet, sondern durch den Herrn, durch den Glauben an ihn. Und die Werke sind die automatische Frucht des Geistes. Aber das verstehen diese Sektierer nicht. Und auch aus dem Grund wollen sie mich töten. Man muss sich das mal vorstellen, weil ich hier glaube, dass Glaube auch Werke hervorbringt. Deshalb wollen sie mich töten. Also wir sehen, das sind böse Werke, wenn man gar nicht mehr an Werke glaubt, was dann da kommt. Ich möchte ausdrücklich sagen, wer in solchen Lehrfragen anders denkt, ist dennoch mein Bruder und meine Schwester und niemals mein Feind. Ich muss leider auch bekennen, möchte ich vor der Gemeinde auch Buße tun, in einem dieser zahlreichen Interviews, es ging ja jetzt bis SWR und Tagesschau hinauf, ist mir leider ein Schimpfwort herausgerutscht, das ich bereut habe und auch bei SWR Online wird es geändert, bei Tagesschau werden wir morgen versuchen, das noch ändern zu lassen. Schimpfwörter sind nicht angebracht, aber es ist eine angespannte Lage und betet auch für mich. Ich fühle mich schon etwas bedrängt und angefochten dadurch, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Aber sehr viele stehen hinter uns. Ich habe hunderte Zuschriften von Freunden bekommen, die für uns beten, die für die Gemeinde beten. Das ist wirklich überwältigend. Ich kann deshalb immer nur Danke sagen bei den Mails. Ich kann da nicht längere Antworten geben. Und es hört gar nicht auf. Und so wollen wir einfach dankbar sein, dass wir jetzt viele Beter haben, auch als Gemeinde. Und lasst uns da nicht nachlassen, füreinander zu beten. Ich möchte auch gar nicht mehr so viel berichten über diese Gruppe, sondern alles in Gottes Hand legen.
Der Herr hat es bereits so gelenkt, dass ja die weltliche und auch christliche Presse kritisch über diese Gruppe schreiben, uns in Schutz nehmen, sich auf unsere Seite gestellt haben. Ja, sogar die Kriminalpolizei, Verfassungsschutz und Staatsanwaltschaft haben sich eingeschaltet und beobachten diese Gruppe. Und ja, trotzdem wollen wir auch beten, dass die Menschen, die dorthin gehen, umkehren. Das wollte ich einfach bezeugen. Und ich schließe nochmal mit der Stelle: Meine Seele ist stille vor Gott, von ihm kommt meine Rettung. Amen.